Jo Leute, und damit hallo und herzlich willkommen beim Shisha-Team. Wir sind heute wieder zu dritt am Start. Eins. Ich hab's ja versprochen. Zwei. Drei. Sehr schön. Ich hab's ja letztes Mal versprochen. Und heute gibt es nochmal einen 24/7-Tabak. Die haben einfach verdammt viele Tabaksorten auf dem Markt. Und die sind alle bisher ganz lecker gewesen. Deswegen lassen wir uns nicht abhalten davon, den 24/7 Fresh Cola Kiss zu testen. Und zwar, wie der Name schon sagt, ein Cola-Tabak. Ja, üblich bei 24/7, 200 Gramm, 16,90 Euro. Ihr kennt das Spiel. Und ich würde sagen, ich fange gleich mal mit dem Schnitt an, weil... Zeig mal den Schnitt. Die ist halt nichts mehr drin. Kaum was drin. Ja, aber der Schnitt war 24/7 typisch. Mittelgrob, sage ich mal. Kann man ruhig mit der Schere nochmal rein. Ich sehe es hier gerade. Hier ist Gott sei Dank noch einer übrig geblieben. Es sind halt hier so kleine Ästchen noch mit drin. Wenn ihr das nicht mögt, dann einfach noch mal kurz mit der Schere ran. Ansonsten, die Molasse ist hier ein bisschen über... Also hier war noch ein bisschen überschüssige Molasse drin. Sonst eigentlich immer ganz gut eingezogen. Hier schwamm er ein bisschen. Ich glaube aber, das war einfach normale Produktionsschwankungen. Normalerweise sind die halt wirklich gut feucht, aber schwimmen nicht. Ihr kriegt da wirklich 200 Gramm. Und nicht so eine Mogelpackung wie bei Chaos. Ja. Und dann würde ich sagen, gebe ich mal gleich ab zum Geruch. Ja, geruchlich, Freunde, super lecker. Ihr habt hier wirklich einen sehr authentischen, sehr starken Cola-Geruch. Ja, wirklich spritzig und irgendwie auch leicht säuerlich. Riecht aber super lecker, als würde man einfach in so einer Gummibärchenpackung mit den Cola-Flaschen dann riechen. Ich bin gespannt, ob der auch so schmeckt. Leute, ich kann euch versichern, er schmeckt genauso, wie Adi ihn gerade beschrieben hat. Also ihr habt wirklich eine super leckere Cola-Note, die euch wirklich sofort an diese Cola-Flaschen erinnert. Und dazu aber noch so was leicht saures, fruchtig, spritziges. Ja, wir haben verschwiegen, dass es nämlich kein reiner Cola-Tabak ist. Genau, was ist da noch mit drin? Da ist noch drin... Da ist noch drin, Limette ist da noch drin. Ist das richtig? Ja. Ja, Mann. Also Leute, ihr habt da auf jeden Fall noch so eine leckere, spritzige, frische Limette mit drin, die das Ganze nochmal abrundet. Und, hey Manny, ihr kennt es, wenn ihr irgendwo eine Cola bestellt, ist da auch immer eine Zitronenscheibe drin, die das Ganze nochmal abrundet. Und genauso ist es hier auch. Ich finde, das ist auch wichtig. Jetzt, um das nochmal aufzudeigen, ja. Cola, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr eine Cola zu Hause aus dem Glas trinkt, ohne irgendwas, schmeckt die anders als mit so einer kleinen Zitronenscheibe drin. Also es kickt nochmal richtig schön den Geschmack raus. Und genauso hier bei dem Tabak. Also ihr habt die Cola-Note im Vordergrund und so ganz leicht diese saure, spritzige Note. Genau. Und das ist auch das, was sonst anderen Cola-Tabaken fehlt, finde ich. Wir hatten ja schon so ein paar. Und die haben immer so eine... So eine erdige Grundnote irgendwie, also so einen herben Beigeschmack. Und das habt ihr hier halt überhaupt nicht. Also ich glaube, das ist der leckerste Cola-Tabak, den ich jemals geraucht habe. Ich glaube, das kann ich direkt so ins Fazit übergehen lassen. Für mich auch einer der besten Cola-Tabaker auf dem Markt. Und von uns gibt es dafür natürlich eine klare Kaufempfehlung. Ja, absolut. Wenn ihr auf Cola steht, wenn ihr schon etliche Cola-Tabake durchprobiert habt, dann probiert auch auf jeden Fall den, weil der wird nochmal herausstechen, das sage ich euch. Ja, und ihr seht es ja, der ist halt schon alle, es hat nichts von übrig geblieben, den letzten Rest haben wir gerade noch zusammengekratzt. Ja, ich habe einen Kopf habe ich noch übrig gelassen, damit wir noch ein Video für machen können. Aber das fiel mir auch echt schwer, weil wenn ihr den aufmacht, dann ist der quasi schon auf dem Kopf. Also, er springt quasi von alleine rein. Der riecht halt so verdammt lecker. Ja, und Cola-Tabak ist halt auch nicht so häufig, finde ich, bei den Sachen. Also klar, ihr habt halt immer irgendwelche fruchtige Noten, vielleicht irgendwas Cremiges, aber Cola, der sticht nochmal aus. Also gönnt euch den wirklich. Probiert den mal. Genau, probiert ihn.
bevor Coca-Cola 24/7 verklagt, weil das gleiche Cola-Logo genommen wurde. Das ist schon, ja. Das wundert mich. Ich wundert auch, dass man Cola raufdrucken kann, aber keine Früchte. Ist ja auch ein Lebensmittel, was man isst. Ja, stimmt auch wieder. Also, jeder isst Cola. Ja, diese Cola-Flaschen. Wovon haben wir die ganze Zeit geredet? Ha. Ja. Es geht ja auch nicht darum, dass hier Lebensmittel da drauf sind, sondern die Geschmäcker dürfen ja nicht direkt für dich gelernt werden. Also du darfst ja auch nicht Waldmeister draufschreiben. Ja. Gut. Gut. Jetzt, wo wir das geklärt haben, haben wir eigentlich fast alles. Ich zeige euch noch mal kurz den Rauch, falls ihr es nicht gesehen habt, kurz mal die Ohren zu halten. Ja, ihr seht's, Rauchentwicklung, kann man nichts gegen sagen. Mhm. Aber ja, ganz ehrlich, hatten wir mal einen Tabak, wo die Rauchentwicklung nicht gestimmt hat? Der Absolut. Selten. Selten. Ja, selten. Ja, und der Absolut. Wenn der Rauch nicht stimmt, dann ist der Tabak halt auch generell scheiße gewesen in unserem Bewertung. Das Geile bei dem ist halt auch noch, ihr könnt den wirklich endlos rauchen gefühlt. Ja? Also wir haben jetzt in unserem Setup haben wir den, was ist das? Der Butcher-Kopf. Ein Butcher-Kopf mit dem Butcher-Specht V2. Genau. Und den könnten wir halt ein bisschen, in dem Setup müssen wir den so ein bisschen Overpack bauen, was bedeutet einfach, schon nach einer Stunde können wir einfach die Kohlen wechseln und der ist halt rum. Oh, das ist schon meine Erfahrung damit gewesen. Also ihr könnt da über anderthalb Stunden locker rauchen. Und gerade bei dem Cola-Tabak, der wirklich einen intensiven Geschmack hat, könnt ihr da ewig dran ziehen, auch wenn er nicht mehr ganz so gut ist. Ihr habt immer noch so eine leichte Cola-Note dabei, er raucht mega lange gut. Ja, der ist einfach gut. Ja. Gut und gut. Was mir dazu gerade noch einfällt, wo wir beim Thema gut sind, der hat sogar nicht, also typischerweise nicht Shisha-Rauchern auf Anhieb gefallen. Und die haben den voll lange gezogen, was ich nicht gut fand. Aber es ist auch ein Argument dafür, dass er schmeckt. Ja, das stimmt. Überzeugt auf allen Ebenen. Ja. Okay, ich glaube, dabei belassen wir es heute. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat. Wenn das so ist, lasst uns doch gerne einen Daumen da unter diesem Video. Like. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt und kein weiteres Video verpassen wollt, dann abonniert auch gerne kostenlos, auch unter dem Video auf dem Abonnieren-Button oder unten rechts. Da ist so ein kleines Shisha-Team-Logo, da könnt ihr auch draufklicken. Probiert's mal aus. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Video in alter Frische. Und bis dahin wünschen wir euch guten Rauch und einen schönen, was auch immer, Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Meine Mail ist wieder geschaut. Samstag, Sonntag aber nicht. Nee, am Wochenende hat man Besseres zu tun. Richtig. Shisha rauchen zum Beispiel. Also, haltet euch dran. Wir sehen uns, euer Shisha-Team. Ciao. Schau das Bild raus. Ja. Nee, bist du nicht, aber ich mach den Schnitt. Ich mach den Ausschnitt, dein kleiner, dass du gut draußen bist. Ja, nice. Wie geil es hier jetzt einfach nach Cola riecht. Ja. Das ist wie so eine Duftkerze. Ja, jetzt haben wir ja die Fazit-Tabelle da noch. Wir können auch drüber labern. Der Raumduft von diesem Tabak ist auch unglaublich geil. Ja, und überdeckt auch jeden anderen Mock, den ihr gewonnen habt. Ja, also wenn es bei euch nach Müll stinkt oder nach Zigarettenqualm oder... Kennt man ja, oder nach Gurkenschalen. Ja. Vor jedem Besuch einfach mal eine Flasche Cola haben. Gut, Leute, haut rein. Überdeckt auch Duftkerzengeruch.